gesehen. Verdammt, leise sein, das ist Millimeterarbeit. Überall bellt wieder ein Hund. Jetzt kann uns jeder sehen. War nicht so einfach, sich leise zu bewegen bei dem ganzen Schrott. Ich mach die Robbe. Da wird ein festen Boden unter uns. Riesen Müllberg. Polizei kommt gerade. Dann war hier hinten die Rakete drin. Ich fahr ein bisschen dazu zittern. Loch 66 mm. Wenn hier mal ein Blindgänger zwischen ist. Moin Moin, Servus und Grüß Gott. Auf meinem Kanal bin ich mit Felix unterwegs. Wir sind auf einem Militärschrottplatz und wir mussten gerade hier so einen Berg schon hochjumpen. Bin noch ein bisschen aus der Puste, aber wie ihr seht, es geht noch ein bisschen bergauf. Also, los geht's. Jetzt heißt es wieder ein bisschen bergauf klettern. Hier wird's gar. Der Opa wieder. Einfach den Weg folgen. Das ist der Lost Place, den wir heute besuchen. Nein, es geht natürlich weiter. So ein Anzeichen für einen Schrottplatz. Liegt irgend so ein Motor, eine Badewanne, hier liegen noch ein paar Reifen oder Felgen oder was das sein sollen. Und da geht schon mal ein Trampelpfad weiter. Da wollen wir lang gehen. Oh, ich sehe schon ein, zwei Container. Hier liegen irgendwelche Kettenteile. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Vielleicht sind ja auch ein paar Blindgänger hier. Wir wollen es natürlich nicht hoffen. Und wir sind jetzt auch in Belgien und wir wissen ja nicht, wie das immer hier so abläuft. Also was mir gleich aufgefallen ist, wir haben ja jetzt schon 5 Locations hier in Belgien abgeklappert. Überall immer zugemauert und NATO-Stacheldraht. Aber hier ist gar nichts. Hier kannst du so komplett rauflaufen. Nichts eingezäunt, gar nichts. Okay, da kommen wir nicht weiter. Ja, Felix hat sich gerade Handschuhe angezogen. Ich habe leider keine Handschuhe, weil ich Fritz helfen musste, den Tank zu reparieren. Und die waren, sind voller Diesel gelaufen, die Handschuhe. Also heute mal ohne Handschuhe, verzeiht mir. Wir müssen jetzt verdammt leise sein. Felix hat schon einen LKW gesehen. Und das ist immer leicht gesagt, auf dem Schrottplatz leise zu sein. Oder? Da ist jemand, ja. So, ich übernehme mal eben die Kamera. Ich soll filmen, weil Felix will sich mal in die Lage verschaffen. Fall da bitte nicht runter. Ich brauche dich noch. Hasse? So, wie gesagt, Felix verschafft sich mal in die Lage oben. Ich bleib hier unten in Deckung. So, Felix sagte gerade, er hat keinen gesehen. Wir wissen noch nicht, was da so genau abläuft. Deswegen versuchen wir jetzt irgendwie nicht direkt auf den Hof zu laufen, sondern etwas Schleichwege zu laufen und vielleicht jetzt noch einen anderen Weg zu finden, darauf zu kommen. Unser Plan ist jetzt direkt auf die Straße, auf dem Hof lang zu laufen und dann wieder ganz schnell rechts irgendwo abbiegen. Jetzt sind wir natürlich richtig offen. Jetzt kann uns jeder sehen. Mist, wir wurden erwischt, die Polizei kommt gerade. Wir setzen uns jetzt hier hin und warten. Gar nicht so einfach, sich leise zu bewegen bei dem ganzen Schrott. Aber wir sind schon mal einen Schritt weiter. War nicht so ein Krach. Der erste Container. Mal gucken, ob wir hier schon mal Munition finden. Oh nee, hier sieht es nach einem Blumenbeet aus. Leute, das ist Millimeterarbeit gerade hier. Überall bellt wieder ein Hund. Wir hören Kindergeschreie. Und das ist ziemlich, ja, schwierig hier durchzukommen, weil, wie ihr seht, überall Schrott. Und das macht immer so einen Lärm, wenn man sich einmal verdreht. Aber wir müssen weiter. Zur Not muss man auch Julie Bams Anwendung machen und hier einfach mal lang robben. Ich mach die Robbe. Ich mach die Robbe. Ich mach die Robbe. Jetzt ärgere ich mich natürlich wieder, dass ich keine Handschuhe mit habe. Jetzt sollte man sich vielleicht mal 2 Paar Schuhe einpacken. Ist so, jetzt kann man nichts dran ändern. Hier sieht man gerade schon einen Container voller Gasflaschen. Das ist aber noch nicht das, was wir eigentlich suchen. So, erstmal wieder festen Boden unter uns. Alter Schwede. So, jetzt haben wir schon mal was entdeckt hier. Patronenhülsen, Munitionskisten aus Holz. Da auch. Diese Munition zeigen uns gerade, wo wir lang gehen müssen. Was ich gerade auf einer Holzkiste entdeckt habe, hier steht TNT drauf. PDF weiß ich auch, was das heißt. Das ist so ein Dokument. Nein, Leute, Scherz beiseite. Boah, ich liebe ja Munitionskisten, ne? Die sind so geil. Aber hier liegen alle Schrott.
könnte jetzt auch praktisch da im Container langlaufen. Aber weil wir so klettergeil sind, klettern wir einfach mal über den Container rüber. Ich gucke überhaupt gar nicht nach hinten. Warte, ich spring da hin. Okay. Opa hat's noch drauf. Hier ist wieder so ein Punkt, kann man wieder mal eben kurz runterkommen. Oder eine Panzerplatte. Guck mal, die Kühlungslüftung von hinten vom Panzer. Und hier diese zum irgendwas festmachen. Okay. Oder ausstanzen. Kann aus natürlich sein. Guck mal, hier liegt so ein Funkgerät. Funkgerätkoffer. Das ist ja mal geil, wa? Da kann man sich auf jeden Fall drücken. Achso, der ist voller Wasser. Der ist voll mit Wasser, ja. Antennen. Die Antennen. Antennen wahrscheinlich. Die Antennen anschließen. Ah, Kanäle einstellen wahrscheinlich. Hier laut und leise. So macht man die CD rein. Die CD, ja, hier da. Also, aber die ist gerade verrostet. Ja. Ah, einen Handschuh habe ich schon mal gefunden. Vielleicht finde ich ja noch einen zweiten Handschuh. Ich habe einfach zu dicken Bauch, ey. Ich muss wieder abnehmen. Wir wollten ein bisschen wippen. Ich habe mich jetzt voll erschrocken. Was wir jetzt vermuten, dass die ganzen Sachen da in der Halle drin sind. Und da sagt er noch zu mir, ich soll leise sein. Hier im Container liegen schon ein paar Sachen drin. Was könnten das sein? Munitionsgurte? Oder was könnten das sein? Aber wir sind der Spur immer näher. Das wird sich in einem Container an. Boah, Mensch, Alter. Ich glaube, da ist gerade einer auf den Hof gefahren und kippt hier gerade was ab. Gut, dass wir jetzt nicht rübergelatscht sind. Vielleicht war das ein Zeichen, dass Felix seine Kamera eben gerade runtergeschmissen hat. Ta. Alter, die ist noch heile. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Also das Gute ist schon mal, der kommt hier nicht lang. Der ist umgedreht. So, weiter geht's. Einfach mal hier durchquetschen. Der ist komplett zu. Steht irgendwas mit Omni vor Classic Feed Personal. Entweder ist das so ein Bunker zum Funken oder so ein Übungsbunker. Wahrscheinlich ist das das Bataillonzeichen. Hier steht auch noch irgendwas drauf. Eine Containerzahl und hier sind noch Anschlüsse für Strom. Naja, jetzt haben wir es eigentlich auf die andere Seite geschafft. Wir laufen genau hier an dieser Halle vorbei. Ich sehe jetzt gerade schon wieder so einen riesen Müllberg. Einfach mal so dahinter gestapelt. Na, sieht wieder so schwierig aus, da vorbeizukommen, ey. Eine Panzerfaust. Eine Panzerfaust, alter Schwede. Warte, komm hier in den Schatten. Französisch, hier Englisch. Pull pin. Remove fear, pull open until locked here. Wegwerfding. Ja. Einmal in Nutzung. Genau. Dass wir jetzt sowas mitten im Müll hier hinten finden. Zwischen Hausmüll liegt einfach mal eine Panzerfaust. Das hätte es in Deutschland niemals gegeben, ey. Verrückt, ey. Ich halte hier auch nochmal ganz kurz in der Hand. Hier, wie gesagt, hier an der Seite ist die Beschriftung drauf, wie das Ding halt zu benutzen ist. Dann war hier hinten die Rakete drin. Und hier ist dann Kimme und Korn, die Zielvorrichtung. Die muss man auch ausklappen. Und dann BUM! Felix, ein Wort noch und du bist weg. Dann sind wir beide weg. Ja, ich glaube, dann sind wir beide weg. Aber mit Kriegswaffen ist nicht zu spaßen. Oh, Felix hat was gefunden. Oh ja.
Da ist ja noch mehr, alter Schwede. Felix hat jetzt was gefunden. Alter Schwede. Da liegen ja noch mehr Panzerfäuste. Alter. Ich fahre ein bisschen an zu zittern. Ey, das ist einfach mal so hinterm Haus ein Loch. Das würde niemals in Deutschland so gehen, denke ich mal. Schon ein komisches Gefühl, ne? Man läuft jetzt hier über tausende von Panzerfäusten rüber. Alter, guckt euch das mal an, ey. Was steht denn da drauf? Das darfst du nicht bei minus 40 Grad und nicht bei plus 60 Grad lagern. Und dann steht hier Launcher Rock Heat Law 66 mm A3 drauf. Guck mal, so wie ich das gerade sehe, besteht das nur aus diesem Kunstfaserharz-Zeug. Ist das lebensgefährlich, was wir hier machen. Wenn hier mal ein Blindgänger zwischen ist oder sowas. Da darfst du eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Felix sagte gerade, wahrscheinlich könnte das ein Mörser sein. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Hier steht auf jeden Fall wieder was mit 60 mm. Mortar M2. M19. Hier ist so ein Explosionszeichen drauf. Und hier sind auch irgendwelche Röhrchen, die du zuschrauben kannst. Irgendwie, dass man die am Gürtel festmachen kann oder so, weil die hier so ein Band dran haben. Hier auch wieder so ein Munitionskästen, denke ich mal. Steht auch wieder 5,56 mm drauf. Mann, das sind ja über tausende Bazookas hier, die rumfliegen. Alter Schwede. Leute, seht ihr das? Der ganze Container ist noch voll mit diesen Munitionskästen, Panzerfäusten. Alter Schwede. So, Action pur gehabt. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurückschleichen. Das wird noch richtig lustig, aber das will ich nicht jetzt alles filmen. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, schaut auf Instagram vorbei, schaut bei Felix vorbei, ne? Und dann, bis zum nächsten Mal und tschüss.